So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Div. Wir sind immer noch am Bankraub dran. Upsala. Und ja, wir haben jetzt gerade die Falle noch ausgeschaltet. Jetzt können wir ohne Probleme hier ein bisschen räubern. Ihr Siegel der Wache. So. Und dann, ja, schauen wir mal, was gleich in dem Tresor drin ist. Kombination ist 6, 8, unleserlich. Was ist das? Es gibt doch noch etwas Gutes in dieser Stadt. Den Duft eines geknackten Tresors zum Beispiel. Vickis, eines der Einstellräder, macht mal wieder Zicken. Bitte sofort reparieren. Okay. Erstmal hier alles schön dunkel. Ah, da ist noch ein kleines Tresörchen. Das machen wir noch auf. Wisst ihr, wer den Taler nicht ehrt, ist das Gold nicht wert. Wir sind entweder alle tot hier drin oder ausgenockt. Also die Wachen sind tot. Okay, dann machen wir mal hier auf, ne? Nein. 6. 8. Müssen wir jede Kombination ausprobieren. Wahrscheinlich 6 oder 7. 7. Fickt euch! Bin ich jetzt blöd? Oh shit. Der Bankraub. So. Macht mal wieder Zicken. Okay, Notiz-Tresor-Kombination 6-8. Die letzte Ziffer ist unleserlich. Habe ich jetzt 8-6? 6-8. Okay. Ich kann nicht jede Kombination ausprobieren. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Was? Hm, müssen wir jetzt erstmal gucken, hier irgendwie. Oh. Vielleicht finden wir noch ein paar Informationen hier oder so. Weil komischerweise stimmt ja die Reihenfolge in dem Fall auch nicht. 6, 8. Ah, da ist schon mal was zum Knacken zum Beispiel noch. Ja, nur eine Tischglocke, die eingeschlossen wurde. Hm, scheiße. Okay, wir probieren es einfach jetzt rum. Wir wissen, wir haben auf jeden Fall zwei Zahlen. Hier können wir jetzt mal die 8 ausprobieren. Hier die 6. Und da ticken wir jetzt einfach durch. Okay, damals die 8, die 6, dann probieren wir hier. Hm. So, dann probieren wir hier diese 6.
Scheiße, Mann. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Eine muss falsch sein. Guter Witz. Guter Witz, mein Freund. Das ist echt ein guter Witz. Wir müssen jetzt erstmal... Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt... Ich sehe doch hier Dokumente, der Bankraub. Zweites Einstellung des Tresors, wie gewünscht, repariert. Von 8 auf 3 geändert, Tom Wickes. Notiz-Tresor-Kombination. 6-8. Die letzte Ziffer ist unleserlich. Das heißt, es muss 6-8 sein. Wieso funktioniert denn das nicht? Muss ich jetzt da die ganze Zeit... Warte, ich probier's mal. Ganz was anderes. Ah. Okay. 6... 8. So, 7. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Ja, eine aber muss falsch sein. Natürlich! Die hier, eine von denen muss falsch sein. Aber ich kann nur einmal im Kreis drehen. Ich find's nicht. So, jetzt haben wir einmal durch. Ich bin kein Tresorknacker, aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Eine muss falsch sein. Hm. Jetzt sollte ich noch ein bisschen Informationen checken, ne? Ach, da geht's ja an die andere Tür raus. Irgendwo ist auch noch eine Vase, die wir umschupfen können. Da ist auch noch was. South Reef Vermächtnis. Irgendwo gibt's auch eine Vase. Oh, hallo. Die wir umschupfen können. Ah, hallo, da ist ja auch noch eine Tür. Eine kleine Büste. Und noch ein Brief. Brief an Maunders. Maunders, hier die offizielle Kombination für den Tresorraum 682. Jetzt finde und zerschlage die Vase. Ah, das ist die, glaube ich. Okay, das war's ja auch nicht. Ah, da ist noch was. Oder haben wir die schon aufgemacht? Ah, nein, die haben wir noch nicht aufgemacht. Heieiei, Mann, das dauert mir zu lang da mit dem Einbruch. Aber wir haben alle Zeit der Welt, wenn andere Leute im Prinzip ausgelockt oder tot sind. So. Nach deiner Schicht brauchst du also ein Schnäpschen, ne? Interessant, mein Freund. Wer bist denn du? Du willst getebottelt werden, gell? Das gefällt dir. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Naja. Wo ist denn jetzt diese behinderte Vase, die ich kaputt machen soll? Hä? Das ist ja gar keine Vase. Hallo, du hast auch noch Geld, hä?
Oh, guckt euch mal diesen blanken Headshot durch das Kettenhemd an. Durch die Stirn durch. Genialer Schuss, Mann. Richtig stolz auf mich. Okay, hier gibt's keine Vase mehr. Aber wir wissen jetzt, wie die Kombination ist. 682. Er macht lange Finger. Ich sehe ihm dabei zu. Und vielleicht ist die Vase ja auch da drin. 6, 8, 2. Warum funktioniert das nicht? 6, 2, 8, 6. Okay. Dann machen wir hier die 8 mal. Und hier die 6. Das ist auch nicht. Das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Hier die 8, glaube ich. Hier die 6 und da die 2. Oder haben wir das schon? Ach egal, probieren wir das nochmal aus. Wir haben jetzt 682. Leute, ich weiß es nicht mehr. Also ich kann. Ich habe jetzt 682. 8, 6, 2 können wir noch ausprobieren. Das Spiel will mich savagen. Öffne den Tresorraum. Geht mit 682. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Sechs, acht, zwei. Leute, ich bin total... Keine Ahnung. 682. Hier die offizielle Kombination für den Tresorraum. 682. Änderung bitte melden. Es könnte natürlich auch wieder anders sein. Aber das müsste ja dann automatisch aufgehen, oder? Da muss man dann da jedes Mal... Wird dann die Kurbel freigeschalten. Wahrscheinlich wird da die Kurbel freigeschalten, oder? Oh, ist das ein Krampf, Leute. Geht nix, Leute. Da geht nix. So, Leute, ich mache jetzt hier mal einen kurzen Schnitt. Ich gucke im Internet nach, wie das Passwort ist. Bis dann gleich. Ciao. So, Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt die Tresorkombination mal im Internet nachgeforscht. Aber an den Scheißtrick würde ich jetzt eigentlich auch nicht dran kommen. Wir haben ja hier der Bankraub. Notiz des Tresorkombinations 6-8. Die letzte Ziffer ist unleserlich. Wieso steht da 682? Ich habe jetzt bei einem YouTuber mal nachgeguckt. Der hat da jetzt eingegeben 6, 3, 2. Zum Glück konnte sie niemand auswendig.
Wenn man die komplette Story falsch schreibt, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Also ganz ehrlich, wenn man in-game schon Sachen falsch schreibt, dann wird das nichts. Oh, aufkurbeln, oh. Konto abheben. Ich hätte gerade gedacht, Alter, was geht denn hier ab? Aber in dem Fall sind hier ganz viele Lichter. Und Fallen! In dem Fall wird da ein Gas freigesetzt. Dann wollen wir mal was von Lady Hutnells Konto abheben. Halt interessieren, wo die Fallen hingehen. Ne? Irgendwie müssen die ja verbunden sein, irgendwo hin, ne? Vielleicht müssen wir auch unten durch die Tür durch. Fuck. Okay, sobald ich diese Tasten betrete, geht der Schalter wieder hoch. Ich bin tot. Krass, wieder rein. Los. Oh, shit. Muss ich scheiß Kurbel wieder drehen hier.
Magen. Die Alarmanlagen kann man mit Wasserpfeilen kaputt machen. Oder beziehungsweise die. Die hier. Hey. Geht nicht. Warum ging das jetzt bei dem anderen und bei dem nicht? Oh Mann. Na, ist ja auch egal. Da ist noch was in der Ecke. Also, in dem Fall müssen wir diese zwei Schalter hier betätigen. Aber wir dürfen diese Platten... Wieso sehen die Platten jetzt anders aus hier? Na komm mal. It's a little bit complicated. Okay. Ist egal, was das jetzt war. Hauptsache ausgeschaltet. Okay. Jetzt können wir die Schalter runter machen gleichzeitig, ohne dass die Kacke auslöst. Perfekt. Dann geht das Türchen auf. Und wir können uns bedienen hier. Arme Lady Hardner. Erst das Feuer. Jetzt ich. Ich bin noch nicht fertig eigentlich hier, gell? Ich bin noch nicht fertig in dem Tresorraum. Ich will da noch mal rein. Der ist noch nicht leer. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, jetzt plündern wir hier erstmal ein bisschen. Ein Aschenbecher. Oh. Apropos Aschenbecher, der folge ich erstmal an den Smökern. Reichtum ist alles, meine lieben Freunde. Oh, 20 Gramm 20 Gold Bürgschaften, Bankaccounts, Bankkonten. Wir haben übrigens auch diese Vase noch nicht gefunden, die wir eigentlich zerstören sollen. Finde und mach die Vase putt. Aber ganz ehrlich, der Tresorraum, der ist doch für den Arsch, oder? Ah, da ist eine Kerze. Mit der Kerze kannst du dann im Prinzip das Ding kaputt machen. Noch mehr Schubladen. Ja, die reichen Leute haben halt immer überall ihre Scheiße, also zur Bank gebracht, ne? Ja. Oh. Was haben wir denn hier?
Eine Brosche. Interessant. So. Oh, eine Buchprüfung. Buchprüfung durch den ehrenhaften Swallow Ask. Anders als offiziell verlautbar, muss die Stadt als unmittelbar vor dem Bankrott stehend betrachtet werden. Die innerhalb ihrer Mauern verbliebenen Reichtümer sind der streng bewachten persönliche Besitz derer, die offizielle Stellen längst nicht mehr vertrauen. Eine umsichtige Behandlung dieses Problems in den Vierteln Dayport ist unerlässlich. Sollten die Verhandlungen mit Quellen von außen weiterhin derart schleppend verlaufen, bricht unser Wirtschaftssystem binnen eines Monats zusammen. Die Empfehlung, weitere Schritte einzuleiten, bleibt bestehen. Also, ich hab's doch schon mal geahnt. Die Stadt ist pleite. Aber so wie man sie halt auch herunterwirtschaftet, klappt das halt auch nicht, ne? Man muss ein komplett anderes System wieder einführen. Ah, eine Mondblume. Da ist noch was. Nochmal eine Bürgschaft. Und, was ist das? Brief an den Buchprüfer. Mr. Swallow. Sir, ich muss protestieren. Wenn das Volk davon erfährt, kommt es mit Sicherheit zu dem von euch befürchteten Aufruhr. Es wird für mich zunehmend schwierig, die Mitarbeiter bei ihren alltäglichen Aufgaben fernzuhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand in den Tresorraum die schreckliche Wahrheit erfährt. Ich würde einen Ratschlag von euch in dieser Sache sehr begrüßen. Meiner Ansicht nach erkennt der Baron den Ernst der Lage nicht. Mit nervösem Gruß, Ethel Maunders. Also, es brennt in dem Fall in der Stadt. Und ich habe immer noch keine Vase gefunden. Ist ein sehr seltsamer Tresor, ne? Moment. Mir ist noch was aufgefallen. Da hinten hat sie noch Truhen. Die ich noch nicht geplündert habe, ne? Ah, hallo! Bürgschaften. Oh, eine Geldbörse. 23 Gold. 20 Gramm Taschenuhr. Würde mal sagen, wir können den Tresorraum verlassen und damit dann auch die Bank. Ich sag jetzt auch mal auf Wiedersehen, denn wir haben auf jeden Fall die Zeit schon erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Schaut doch mal bei Twitter vorbei. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.